hat man halt wirklich alles, was man braucht. Wir haben auf jeden Fall eine Menge AD-Damage, wir haben vielleicht sogar ein bisschen zu viel AD-Damage, aber wir haben einen AD-Carry-Ersatz, wir haben einen sehr geilen Teamfight. Ich glaube, Bruiser sind auch sehr nice mit Seraphine. So. Aber ich muss immer noch so ein bisschen quasi gucken, wann ich was benutze. Ich glaube, später in den Teamfights will ich eigentlich nie den Empowered Q benutzen, oder? Weil das bisschen extra Damage, was ich da kriege, erscheint mir irgendwie nicht wirklich worth. Ich glaube, ich will in den Teamfights schon hauptsächlich den W oder den E benutzen. Was ist der Plan? Was ist der Plan hier? Okay. Minions have spawned. Bin mir nicht ganz sicher, was das hier wird. Hallo? I never walk alone. Oh, war ja. Der hat, glaube ich, keinen Bock mehr. Der hat, glaube ich, keinen Bock mehr, der Typ. Oh. Ah, ich glaube, die hat das alles gemisst. Aber Rell Level 2 ist nicht so wichtig. Das Ding ist, Rell auf Level 1 ist quasi Alistar auf Level 2 gefühlt. Wollen hier die Wave nicht zu hart pushen? Ich glaube, Trades können wir hier nicht wirklich gewinnen. Die outtraden uns schon sehr, sehr hart. Also wir dürfen hier uns nicht wirklich reinpushen lassen. Wir dürfen nicht wirklich pushen, weil sonst wird uns einfach wegfreezen und runterrennen. Da muss ich echt ein bisschen an die Flugzeiten der Spells gewöhnen, ne? Ja, ich glaube, solche Trades sind halt nicht worth, weil sie kriegt Stacks. Ich glaube, da hätte man schon reingehen können, ne? Wir müssen halt schon irgendwo Engages finden, sonst werden die uns auf lange Sicht einfach richtig, richtig hops nehmen, glaube ich. Unser Jungler ist aber gerade Topside, von daher. Der Jungler ist auch Topside. Ich habe halt nur noch nicht mehr so viel Mana hier, leider. Ey, also unterm Tower zu lassen ist wirklich eklig mit Seraphine. Ich habe auch schon echt harte Mana-Probleme im Early Game. Die hat sich halt echt ein bisschen sehr hart poken lassen, die Rell. Also die ist halt, die hat zwei Pots verloren und ist auf 20% Leben, ohne irgendwas gemacht zu haben. Also das ist ja bisher eine 1v2-Lane hier. Das ist halt, die steht halt einfach immer nur da und verliert einfach nur Leben, weil sie zu close steht. Sie macht ja nichts damit quasi. Sie kriegt ja keine Engages hin oder sonst was. Tower sollte ich den Power Q benutzen. Naja, aber ich krieg die ja nicht mal gekillt. Also ich krieg die Backline nicht mit dem Power Q gekillt. Ey, ich geh hier Base, ich krieg davon eh keinen Lasted. Na, den hätte ich maybe gekriegt.
Also die Mana-Kosten sind schon, das ist schon... Da muss ich sehr, sehr viel vorsichtiger mit umgehen, gefühlt. Und, ne, nö, ich habe noch keinen neuen, keinen Wardstone gesehen, weil niemand dafür das Level hat. Das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem mit dem Kack-Item, dass es einfach die Level. Dass du dieses Level brauchst, ist halt das Dumme. Ich kann ja nicht moven, die Wave ist zu big. Words make me think, songs make me feel. Ah doch, okay, ich kann die Caster doch one-shotten. Moin Kani, what's poppin'? Ich bin auf Eagle-Mission. So, wir wollen natürlich weiterhin an Pots denken im Fight, ne? Pots, Pots, Pots. Wurde wer ist around? Wie schafft es denn die Rell konsequent jeden Engage zu missen? Kani, bist du's? Das ist deine Rell. Ich muss auch wieder Ghostschutz anmachen, ne? Ich habe das Gefühl, ich werde richtig hart weggeghostet gerade von dem Lee. Ich habe das Gefühl, ich werde richtig hart weggeghostet gerade. Not gonna lie. Ob so ist oder nicht, weiß man nicht, aber... Ah, das ist so eine Tragödie. Dass er das überlebt, ist so tragisch. Naja, der Lee ist hart sass. Also. Wobei, dann hätte der unseren Invade aber auch gecallt, oder? Dann hätte der, glaube ich, unseren Invade gecallt. I don't know. Ach, dass er das stirbt, ne? Ich hätte ein bisschen früher ulten sollen. Dann hätte die Tower-Agro nicht resettet. Wenn ich da ein bisschen früher ulte, dann ist der tot, der Raven. Wieso macht Seraphine so wenig Damage? Ja, das muss ich auch sagen. Seraphine macht wirklich negativen Schaden. Also, das ist wirklich... Damit muss man echt mal erstmal klarkommen, wenn man Seraphine spielt. Dieser Champion macht wirklich absolut Omega gar keinen Schaden. Ich meine, ich baue ja auch keinen Schaden, aber auch der Base Damage fühlt sich so bad an. Also der Base-Damage ist so terrible von diesem Champion, ist crazy. Okay, wir müssen jetzt trotzdem, wir konzentrieren uns jetzt hier weiter. Gegnerischer Jungler ist Faker. Schaden ist vollkommen okay. Ja, ich finde ihn sehr bad. Das ist halt Ansichtssache, ne? Nicht actually dead. Ah. Ah, der kann einfach in die Wave traden, weil ich halt keine Damage mache. Ich meine, du willst ja mit Seraphine auch nicht wirklich traden, ne? Du willst eigentlich die Lanes skippen, so. Du willst halt deinen Farm holen. Und dann später Teamfight spielen, so. Dass Seraphine jetzt kein Lane-Monster ist, ist ja nichts Neues. Mich wundert es halt nur, wie schlecht der Champion ist auf Lane. Aber Rell hilft natürlich der ganzen Sache jetzt auch nicht so wirklich. Not here, not yet. Can't stand still when
Oh, die hat jetzt schon 40 Seelen, die hat jetzt schon so viel Range, Alter. Ja, ist ein bisschen dumm, das Game hier, ne? Problem ist, dass die halt permanent unter unseren Tower pushen können. Normalerweise sind das so harte Free-Kills, aber irgendwie sieht sich der Woolly-Bär da gar nicht. Na. Ich meine, imagine, wir würden die Combo machen, wenn unser Jungler da ist. Oder wir würden die Combo machen, wenn wir nicht auf 30% Leben sind. Aber wir haben die Draven-Stacks die Night. Auch schon mal worth auf jeden Fall. Muss mal Pots verkaufen, ich brauche Boots langsam hier. Ich bin mir nicht sicher, ob ich, wenn mein Team behind ist, ob ich dann vielleicht nicht für Moonstone gehen sollte. Ob wir dann nicht vielleicht lieber den Damage brauchen. Bin ich mir nicht sicher. Wir müssen jetzt die Botlane Wave auspushen. Und die Slow Push zu sehen, das wollen wir nicht. Wird sehr weit hinten stehen, ne? Wenn Draven den E hittet, bin ich tot. Ist ja Woolly Bear genau in der. Das ist die erste Wave seit 5 Minuten, die nicht unter unserem Tower klebt. Und jetzt ist ja Woolly Bear unten und denkt sich so: ja, nee, Botlane kann man auch gar nicht ganken. So, Botlane ist ja ungankable. Sehr dick. Das ist halt so scheiße. Das erste Mal, dass die Wave bei uns und er spot. Der Woolly Bear hat ein sehr gutes Gespür dafür, wo er nicht zu sein hat. Ja, wir können nicht mit Drum für den Tower dann. It's value, danke für den Sub. Stärkster ADC ist im Moment. Kann ich dir nicht sagen, ist neuer Patch, müssen wir mal gucken. Wenn wir wieder Ignite haben, können wir hier maybe für den Play gehen. Ich muss meine Spells für die Minions aufheben. Es bringt mir nichts, die Poken hier. Dann habe ich auch wirklich einfach gar nichts. Also ich sag's wie es ist, die Red ist für diese Lane auch einfach nicht wirklich eine Bereicherung, ne? Aber meint, die Rell ist insane. Smurf. Siehst du, man muss noch mal ein bisschen stacheln. Dann wird das auch schon. Unser All-In ist halt disgusting, ne? Unser All-In ist absolut disgusting. Kriegen ja auch den zweiten Drake. Wir scalen halt so gut, ne? Wenn die Leute nicht tilten. Sehr easy winnable das Game hier. Brauchen wir hier Anti-Heal? Ja, ist auch schon wieder relativ strong, ne? Aber ich glaube, ich will trotzdem Stuff Second gehen. Aber AP bringt auch gar nicht so viel hier, oder? Nee. Ich glaube, ich gehe wieder. Das ist schon. Das ist zwar nicht gebufft worden, aber das Item ist halt einfach sehr OP. Wir verlieren jetzt Bot-Turret dafür, aber ist okay. Ist nicht so tragisch. Ja, Musik aus der Midlane. Der Botlane die Wave collecten.
Ja, hier kommt gleich noch eine Minion Wave, die müssen wir noch annehmen. Nee, dann kann Kindle die Botlane Wave nehmen. Dann gehe ich mit. Oh, wow. Wilder Catch vom Lee, muss man sagen. Wilder Catch an der Stelle. I guess ich hätte aus Base da reinlaufen müssen. Wir haben halt anscheinend keine Kontrolle über unseren Jungle. War nicht so schlecht gemacht. Aber wenn die Dravenvolt dann nicht kommt, überlebe ich sogar. Dann snare ich ihn. Da hätte ich auch einfach Instant W drücken sollen. Ich wollte unbedingt den Snare durchkriegen. Vielleicht war das einfach dumm. Gut. Naja, wir haben halt keine Kontrolle über unseren eigenen Jungle hier in dem Game. Müssen wir einfach akzeptieren. Wollen wir das hier spielen? Oh, das könnte gut werden. Die habe ich gar nicht gesehen. Ja, aber das waren 4 gegen 5 und wir kriegen hier Kills. Wir kriegen Botlane Tower. Das war huge. Huge Fight. Die Flash habe ich leider nicht gesehen. War gut, sagt er. War guter Flash. Aber ich max schon noch E-Second, oder? Oder W-Second. Mein Cooldown geht hier runter und geht um beiden. Ha. Bin ich mir nicht sicher, tatsächlich. Schon eh, oder? Okay, dann mixen wir eh. Haben wir jetzt Champ Tank, das wäre auf jeden Fall relativ huge hier auch in dem Game. Eine Wave noch. Dann verkaufe ich Dorans, dann habe ich Champ Tank. Ja, also wenn wir unsere Wombo-Kombo hittet, gewinnen wir jeden Fight, ne? Wir dürfen nur nicht in die Anivia reinlaufen. Bitte lass mir den kennen, bitte. Oh no, Digga, du lässt dich jetzt nicht wirklich in der Sekunde, ich... Sehr unlucky. Wir sollten den droppen. Wir sollten den Drake, glaube ich, einmal abgeben. Boah. Hilfe, Hilfe. Okay, nice. Gunesh. Meine Ult hat da gar nicht getroffen, ne? Weil Anivia die gesidestippt hat. Oder hat die irgendwas anderes gehittet? Ich glaube, die hat gar nichts gehittet, tatsächlich. Nehmen wir noch schnell die Wave. Sollte kein Problem sein.
Ah, wobei der D ist alive. Hier auch einfach raus. Okay, Dexin kennt das Wort raus nicht. I respect that. Okay, Bro. Was? Das ist Penta. Das ist ein 2 gegen 5 Penta. What? Oh, so sad. Er stirbt auch noch. What? Ah, Xin ist auf jeden Fall auch ein sehr cooler Champion. Ja, dass der Xin lächerlichen Damage macht mit dem Itembild ist mir klar, aber dass er halt auch tanky as fuck ist, ne, wegen der Ult. Er spielt es kurz alleine fertig, wirklich. Ich dachte auch so, ja, der intet da jetzt einmal kurz durch, passt schon. Nee. Ah, die E ist ja für, wenn eine Wave so kommt, ist die E für den Wave Clear viel besser, ne? Merke ich gerade. Singing in over 20 languages? Scary and exciting. Okay. Ja, ich muss eigentlich nur aufpassen, dass ich nicht von Lee gekickt werde oder von Anivia gewonnen werde. Ich glaube, das sind so die Sachen. Habe ich als Seraphim mit dem Item mit genug Damage, um Raptoren zu killen? Nee, ne? Ja, aber ich bin aber für den Xin. Sollte ich hier meinen W benutzen für Movement Speed? Das hat schon relativ viel cooler, ne? Ich glaube, ist nicht worth. Oh, was? Die hat nicht gehittet. Die war so geil, die Ult. Dexin ist so strong, what the fuck? Ja, ist halt wirklich, wenn du die Laning Phase überlebst und bis dahin das Game noch nicht verloren ist, dann ist der Champion wirklich einfach sehr, sehr broken. Also. Das ist schon wirklich sehr, sehr dumm. Noch 200 Gold für Staff of Flowing Water. Ja, ich glaube, ich verkaufe einfach mein Darkseid, oder? Ich weiß, es tut in der Seele weh, Johnny, aber jo. Schade, Mann. Wenn ich da schon Ult habe, ne, dann sterben alle. Oh! Das war nicht so gut. Aber du Draking war trotzdem. Also Blind Attack auf links schlägt. Was meinst du mit Blind Attack? Natürlich was gegen Sieges auf mir für den Sinn. Sieges? Ja, ich glaube einfach, dass Healing-Items stärker sind, ne?
Also Siegis hört sich jetzt not bad an, würde ich aber eher der Rell empfehlen. Ich glaube, wenn ich einfach irgendwas wie Redemption baue oder so, ist es einfach straight up besser. Mein Munson hat 1700 Bonus. Ne, Total Healing dann. Ist das Total Healing dann und Bonus Healing Shielding? Muss man das zusammenrechnen oder ist das eine in dem anderen schon mit einberechnet? Das muss man zusammenrechnen, oder? Glasfaser und immer noch nur 140 FPS. Ich weiß nicht, ob du das ernst meinst, Rudi. Ja, der ist ein bisschen am Limit testen, der Kollege hier. Ich glaube auch, es ist ein Meme. Ja, okay, okay. Ich war mir nicht so sicher. Ich war mir nicht so sicher, aber ich glaube auch. Ja, was machen wir hier? Das ist eigentlich ein bisschen wasted, was wir hier machen. Was will ich denn eigentlich noch gehen? Ich glaube in Sonias ist auf jeden Fall auch noch geil, ne? Aber ich würde als nächstes für den Sonias gehen. Nicht gehittet, scheiße. Das war schon auch einfach kacke. Boah, dass man sich da catchen lässt, ist auch schon wirklich sehr grenzwertig. Wirklich, wir müssen nur zu 5 groupen und gewinnen das Game. Ist unlosable, wenn wir zu 5 groupen. Ist komplett unlosable. Ich glaube, wir können das auch ohne den fighten, legit, ja. Der Xin, Alter. Das ist halt. Seraphine mit irgendeinem gefeedeten Bruiser ist halt auch einfach nicht ganz so fair. Oh oh. Alter. Okay. Tun wir einfach so, als hätte der Xin ein Bruiser-Bild gebaut. Ja, er ist ja trotzdem Bruiser. Könnt ihr mir ja nicht erzählen, dass es kein Bruiser ist.